Das Jahr 989 nach Christus markierte den Anfang eines besonderen Kapitels in der Geschichte des Byzantinischen Reiches, die Geburt der legendären Warägergarde. Als Kaiser Basileios II. In den Wirren eines Bürgerkriegs fast verzweifelte, schickte Fürst Wladimir von Kiew 6000 robuste, axtschwingende Krieger aus dem Norden. Diese Söldner, die bald als die Warägergarde bekannt wurden, spielten eine entscheidende Rolle in der Geschichte des Reiches und prägten die folgenden Jahrhunderte als die treuen Verteidiger des kaiserlichen Thrones. Die Waräger waren skandinavische Krieger und Händler, die über Flüsse und Handelswege bis ins Schwarze Meer und weiter nach Konstantinopel gelangten. Von den Byzantinern oft nur als nordische Barbaren bezeichnet, brachten sie wertvolle Handelsgüter wie Bernstein und Pelze mit und waren gefürchtete Söldner, die oft für ihren Mut und ihre Disziplin bewundert wurden. Schon im 9. Jahrhundert etablierten die Rus eine Gruppe von Warägern, Handelswege, die bis nach Kiew führten, und entwickelten allmählich ein starkes Netzwerk, das sie bis an die byzantinische Grenze brachte. Mit dem Abkommen zwischen Basileios und Fürst Wladimir von Kiew, der dafür sogar das Christentum annahm, wurde der Grundstein für die Warägergarde gelegt. Die Krieger zogen mit ihren Langschiffen über den Dnepr durch die 7 Katarakte und schließlich ins Schwarze Meer, bis sie vor den Toren Konstantinopels ankamen. Die Waräger waren eine neue Art von Soldaten im Byzantinischen Reich. Ursprünglich als Verstärkung der regulären Armee gedacht, entwickelten sie sich bald zur persönlichen Leibgarde des Kaisers. Aufgrund ihrer Loyalität und beeindruckenden Leistungen im Kampf schenkten die byzantinischen Herrscher ihnen uneingeschränktes Vertrauen, außergewöhnlich in einem Reich, das oft von politischen Intrigen gezeichnet war. Im Laufe der Jahre stießen auch zahlreiche angelsächsische Krieger zur Warägergarde, die nach der normannischen Eroberung Englands im Jahr 1066 eine neue Heimat suchten. Diese Kämpfer verschmolzen mit den nordischen Warägern und sorgten dafür, dass die Garde auch in den folgenden Jahren durch kampferprobte Männer verstärkt wurde. Die Waräger galten als die imposantesten Krieger der damaligen Zeit. Ihre typischen nordischen Waffen und Schilde wurden im Laufe der Jahre oft durch byzantinische Rüstungen und Waffen ersetzt. Zu ihrer Standardausrüstung gehörten zweihändige Äxte, robuste Rüstungen und manchmal die berühmte Romphaia, eine byzantinische Klingenwaffe. Historiker beschrieben sie als großgewachsene, blauäugige Krieger mit tätowierten Körpern und einem furchterregenden Auftreten. Ihre Waffen und Rüstungen wurden oft mit Gold und Silber verziert, was ihre besondere Stellung in der byzantinischen Armee widerspiegelte. Die Waräger fielen nicht nur durch ihre Kleidung und Größe auf, sie waren auch berüchtigt für ihren gotischen Tanz, bei dem sie in Tierhäuten und Masken zu Trommelrhythmen sangen und ihre Waffen an Schilde schlugen, um Feinde einzuschüchtern. Auf dem Schlachtfeld waren die Waräger eine Elite-Schocktruppe. Ihr Debüt machten sie 989 nach Christus in einem Bürgerkrieg, in dem sie mit unglaublicher Brutalität kämpften und den Weg für den Sieg von Basileios II. Ebneten. In der berühmten Schlacht von Kleidon 1014 spielten sie ebenfalls eine Schlüsselrolle. Sie halfen dabei, das bulgarische Heer zu vernichten und festigten Basileios Ruf als Bulgarenschlechter. Eine der berühmtesten und tragischsten Geschichten der Warägergarde ereignete sich 1081 bei der Schlacht von Dyrrhachium. Nachdem sie sich tief in die normannischen Linien geschlagen hatten, wurden die Waräger von der restlichen byzantinischen Armee abgeschnitten und zogen sich in eine Kirche auf einem Hügel zurück. Hier leisteten sie verbissen Widerstand, bis die Normannen die Kirche in Brand setzten. Eingeschlossen und ohne Rückzugsmöglichkeit starben die Waräger im Feuer. Neben ihren militärischen Aufgaben waren die Waräger auch ein fester Bestandteil des sozialen Lebens in Konstantinopel. Sie waren für ihre Vorliebe für Wein und griechische Frauen bekannt und waren regelmäßige Zuschauer bei den Wagenrennen. Ihre Spuren sind noch heute sichtbar. So verewigte sich der Waräger Halfdan während seines Wachdienstes in der Hagia Sophia mit einer Kritzelei mit den Worten: Halfdan war hier. Die Waräger patrouillierten durch die Straßen der Stadt und führten Verhaftungen durch. Historische Berichte legen nahe, dass sie bei den Byzantinern Angst und Faszination zugleich auslösten. Der byzantinische Historiker Michael Glykas, ein Gelehrter und Chronist des 12. Jahrhunderts, beschrieb die Waräger in seinen Schriften als dämonische Wächter, die sogar in der byzantinischen Vorstellung der Hölle eine Rolle spielten. Die Geschichte der Warägergarde endete allmählich mit dem Niedergang des byzantinischen Reiches. Nach der katastrophalen Niederlage in der Schlacht von Manzikert 1071 und den späteren inneren Zerwürfnissen verloren die Byzantiner zunehmend an Macht. Die Waräger mussten vielen Schlachten kämpfen und standen loyal hinter dem Kaiser, doch ihre Zahl und ihr Einfluss nahmen ab.
Der vierte Kreuzzug brachte das endgültige Aus. Als die Kreuzritter im Jahre 1204 Konstantinopel angriffen, kämpften die Varäger ein letztes Mal heldenhaft an den Mauern der Stadt. Obwohl sie tapfer kämpften, konnten sie die Übermacht der Kreuzritter nicht aufhalten. Die letzten Erwähnungen der Varäger stammen aus dem Jahr 1259, als sie den Exilkaiser von Nikaia schützten, bis sie schließlich ganz in Vergessenheit gerieten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse doch einen Kommentar, ein Like und ein Abo. Aktiviere am besten die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen.